herzlich willkommen zu einem neuen Queer Dynasty Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Tut mir leid, dass es in letzter Zeit so wenig Videos oder auch so wenig Blogbeiträge von mir gab. Aber ich stecke zurzeit einfach mitten im Uni-Prüfungsstress und komme momentan einfach zu gar nichts. Deswegen hat das Video auch tatsächlich nicht das Thema, was es eigentlich haben sollte und was ich euch mehr oder weniger versprochen hatte, nämlich Geschenke für Männer. Das Video kommt aber auf jeden Fall noch. Ich weiß halt nur noch nicht, wann. Aber heute gibt es dann erstmal ein Video zu einem ebenfalls sehr aktuellen Thema, denn viele von euch werden garantiert schon in den Schulferien sein. Manche vielleicht noch nicht. Manche sind vielleicht auch fast schon wieder draußen. Jedenfalls habe ich mich selbst auch schon, auch wenn ich eigentlich keine Schulferien, sondern nur Semesterferien habe, mit neuen Artikeln für die Uni ausgestattet. Und die würde ich euch jetzt gerne zeigen und deswegen mache ich hier einen kleinen Back-to-School-Haul. Viel Spaß! Zum einen habe ich natürlich wieder Sachen bei HEMA bestellt und ich finde einfach das HEMA sehr viele schöne Schulutensilien oder auch Utensilien fürs Büro oder für die Uni hat. Und zwar für sehr, sehr günstiges Geld, aber in trotzdem sehr guter Qualität. Und deswegen bestelle ich da halt auch immer ganz gerne nochmal. Als erstes dieses Mäppchen, das ich einfach total toll fand, wegen dem Spruch, der draufsteht. Add a little confetti to each day. Also gib jedem Tag ein bisschen Konfetti hinzu. Also quasi lebt dein Leben bunt. Die Plastikoptik ist natürlich jetzt eher nicht so toll, aber ich habe jetzt den Reißverschluss schon ein paar Mal auf und zu gemacht und er hält immer noch. Also ich kann mich über die Qualität und über die Größe des Mäppchens bis jetzt nicht beschweren. Dann habe ich noch ein paar weitere kleine Kleinigkeiten. Zum einen habe ich diesen Haftnotizblock hier bestellt, den ich ebenfalls sehr schön finde, vor allen Dingen von der Farbgebung her, weil das halt so rosa und blautöne und violetttöne sind und halt so in Pastellfarben. Und ich mag diese goldenen Akzente auch sehr gerne dazu, obwohl ich eigentlich gar nicht so Goldfan bin. Und das Praktische ist natürlich, dass man das hier an der Seite noch in einen Hefter oder in einen Ordner einheften kann. Also unheimlich praktisch. Man hat halt hier die Page-Marker und dann hier unten nochmal so einen schmalen und dann einen etwas breiteren Notizzettel. Kann man also, denke ich, gut gebrauchen, vor allen Dingen als Student, wo man haufenweise Bücher liest und Seiten markieren muss. Dann habe ich mir noch so tolle Radiergummis besorgt. So, einmal hier schwarz weit gestreift mit einer Wassermelone drauf. Und dann noch hier den mit den pinken Herzchen auf rosa Untergrund. Ich habe die auch schon ausprobiert, die radieren sehr gut, die schmieren nicht, also alles, was man sich eigentlich von einem Radiergummi wünschen kann. Und sie sehen auch noch schick aus. Dann habe ich mir noch so eine andere essentielle Sache für die Schule gekauft, und zwar einen Dosenanspitzer. Den gab es einmal in Pink und einmal in Türkis. Der in Pink war mir tatsächlich ein Stück zu pink. Deswegen habe ich mir den in Türkis besorgt. Und der ist halt praktisch, man kann ihn halt ganz einfach öffnen, ausleeren, Deckel wieder drauf, weiterspitzen. Er hat tatsächlich nur ein Loch, allerdings bin ich inzwischen auch aus dem Modus raus, dass ich jetzt noch diese dicken Stifte benutze. Das war früher mal im Trend, aber inzwischen brauche ich die Dinger auch nicht mehr. Von daher, so, dann habe ich hier noch drei weitere Schätze, und zwar diese Kugelschreiber in Metalloptik mit Drehmechanismus, und die sehen echt totschick aus. Und ihr werdet in der Infobox sehen, die waren spottbillig. Aber das heißt nicht, dass sie halt auch irgendwie billig rüberkommen. Ne, die haben richtig gute Qualität. Ich bin richtig begeistert davon. Was ich mir noch bei HEMA bestellt habe, ist dieses Klebeband. Und zwar ist das nicht irgendwie irgendein Crepe oder sonstiges Klebeband, sondern dieses Klebeband kann man erstens beschriften. Und zweitens geht es auch super leicht von der Oberfläche ab. Also damit könnt ihr zum Beispiel eure Stifte markieren oder ihr geht hin und könnt damit eure Hefte oder Bücher beschriften und könnt dann nachher den Klebezettel wieder rausmachen, wenn ihr die Bücher zum Beispiel weiterverkaufen wollt,
damit da halt keine dauerhafte Schrift drin bleibt, so für so Zwecke zum Beispiel. Ich werde es wahrscheinlich auch teilweise benutzen, um die Regale in der Küche oder so zu beschriften. Auch eine Möglichkeit. Ja. Dann habe ich noch zwei größere Sachen von HEMA. Ja. Machen wir das erstmal beiseite. Und zwar habe ich einmal dieses Notizbuch in A5 und ich finde das unheimlich toll, diese Kraftpapieroptik und dann diese goldene Schrift und dann auch noch The Masterplan. Also für die Genies unter uns, die ihren Masterplan niederschreiben wollen, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, kann ich dieses Buch nur empfehlen. Nee, eignet sich natürlich für alle Arten von Notizen, aber ich finde halt die Optik total schön. Und deswegen habe ich mir auch das hier geholt. Quasi das passende Klemperett dazu mit Notes of a Genius. Und ich habe halt festgestellt, dass man an der Uni, gerade im Hörsaal, hat man ja nicht so viel Platz. Und ich habe schon ganz oft festgestellt, dass man eigentlich in der Vorlesung meistens nicht mehr braucht, wie ein Kugelschreiber, vielleicht ein paar unterschiedliche Farben, aber das hat man dann auch mit den Mehrfachkugelschreibern von HEMA abgetan, die ich beim letzten Back-to-School-Haul gezeigt habe. Und ein bisschen Papier und dann kann man eigentlich auch schon alles aufschreiben und aufmalen, was man eigentlich machen will. Also im Grunde würde dann so ein Klemmbrett reichen. Deswegen habe ich mir jetzt auch mal eins besorgt und werde das mal im zukünftigen Semester ausprobieren, wie das so funktioniert. So, das war es jetzt von HEMA. Kommen wir jetzt zu Teddy. Teddy ist bei mir auch ein sehr beliebter Shop, den ich gerne und oft besuche, weil er eben auch sehr günstige Sachen hat, aber auch sehr schöne und von guter Qualität. Und da habe ich mich natürlich auch mal nach Back-to-School-Materialien umgeschaut und habe da auch einiges gefunden. Und die Sachen zeige ich euch jetzt. Zuerst habe ich mal für den Schreibtisch dieses super geniale Häuschen gefunden. Und zwar hat das hier oben auf dem Dach schon mal Haftnotizen. Und wenn man das Dach dann aufklappt, sind hier noch Notizzettel drin. Also, ich finde das ziemlich genial. Da ich am Schreibtisch sehr gerne mit diesen Notizzetteln arbeite, wenn ich mir mal eben irgendeinen Termin aufschreiben muss oder irgendwelche Notizen machen muss, dann benutze ich halt ganz gerne so lose Papierzettel. Und deswegen finde ich dieses Häuschen einfach mega toll. Guck mal hier hinten mit Wäscheleine. Dann haben wir hier noch ein Blumenbeet. Also, ich finde das super genial. So, dann habe ich mir aber natürlich auch noch andere Haftnotizen gekauft, die auch sehr schön waren. Das waren jetzt mehrere in einem Set, da waren so zwei große dabei. Einmal hier so ein quadratisches mit Remember to, also erinnere ich, dass du das und das noch machen musst. Und dann Love This, eine Herzform in Pink. Und dann gab es noch vier kleinere, die so Page-Marker-mäßig waren. Einmal hier dieses Wand und dieses Fabulous Idea. Also sehr gute oder fantastische Idee. Und dann haben wir hier noch zwei Stück. Einmal mit Needed und einmal mit Must Have. Also sehr schöne Sachen, vor allen Dingen in einer sehr schönen Optik. Und dann habe ich mir noch diese beiden Haftnotizbücher gegönnt. Einmal mit einem Eichhörnchen, einmal mit zwei Eulen. Ich kann die auch mal aufklappen. Die sehen von innen auch immer noch mal ein bisschen anders aus. Hier so mit Waldtieren. Auch verschiedene Größen. Und dann die Eulen sehen von innen dann so aus. Ein bisschen blumiger, ein bisschen pastelliger, aber auch sehr schön. Dann habe ich mir natürlich Einhorn bekloppt, wie ich bin, auch noch dieses Haftnotizzettelbüchlein mitgeholt. Und darin befinden sich diese hier. Auch sehr süß. Auch mit Page-Markern und auch verschiedene Größen. Und zu guter Letzt habe ich mir dann im Teddy noch dieses Notizbuch geholt. Was mir halt sehr gut gefallen hat, weil da überall so Sachen draufstehen, die halt ein bisschen was mit Kreativität zu tun haben. Also
Creativity, Creative Ideas, Success, Innovation, Definition, Solution, Design. Ja, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen habe ich mir dieses kleine Büchlein mal mitgenommen. Und das war's dann auch schon von Teddy. Zu guter Letzt, last but not least, habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich auf Amazon bestellt habe. Und zwar schreibe ich in diesem Semester zum allerersten Mal Hausarbeiten. Und dafür brauche ich so diese Klemmmappen, die halt an der Seite dieses Ding zum Einklemmen von dem Papier haben, damit das Papier eben keinen Schaden kriegt, nicht gelocht oder getackert werden muss. Und die Dinger gibt es natürlich in so langweiligen Grau und Schwarz und so dunklen Tönen oder in Weiß. Und ich möchte mich aber gerne ein bisschen von der Masse abheben und deswegen habe ich mir diese hier von Lights, wenn mich nicht alles täuscht, jawohl, bestellt. Die gab es in 6 verschiedenen Farben. Also hier in so einem eher pink-rot, dann in einem Gelb, in einem Orange, in einem Blau, in einem Orange-rot und in, oder war das hier hellgrün? Jedenfalls hellgrün und gelb. Und ich finde die halt ganz schön, weil die halt ein bisschen ja, aufregender aussehen als diese 08158 Mappen. Und ich hoffe, dass meine Hausarbeiten dadurch ein bisschen mehr auffallen, vielleicht ein bisschen mehr Beachtung finden, weil ich will ja schließlich auch, dass die gut werden und ich denke, mit solchen Mappen ist man dann vielleicht auch ein bisschen motivierter, eine richtig gute Hausarbeit zu schreiben und ich glaube, mit den Mappen ist dann auch gewährleistet, dass sie garantiert auch gut gelesen wird. So, das war's dann auch tatsächlich wieder von meinem kleinen Back-to-School-Haul. Ich hoffe, euch haben die Sachen gefallen. Die Preise findet ihr wie immer unten in der Infobox und die Sachen, die ich aus dem Internet habe, werde ich euch auch verlinken, falls ihr irgendetwas davon nachkaufen möchtet. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!